Schwerter hätten mir eher noch gefallen. So. Sind das 100 eigentlich? Nee, ne? Ja, doch, das könnten 34, 45, das sind 79. Doch, das sind 100. Wo komme ich denn eigentlich hier hin? Komme ich da auch zu den Gegnern? Ist das so abgezweigt hier? Und dann treffen die sich wieder hier irgendwie in der Mitte irgendwo. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Kommen die da rüber? Ja. Okay, das ist hier ein Ding sozusagen, eine Verbindung. Und ich denke mal, die kommen... Ja, die haben aber noch einen weiten Weg eigentlich. Okay. Wir wollen ja bloß den Sumpf einnehmen. Da ist die Linie, alles klar. Was wird hier gebaut? Nichts. Hier ist was abgerissen worden, alles klar. So, wir können da diese Daten hinstellen. Die stellen wir mal hier runter. So, dann greifen wir von zwei Fronten an, dann geht's bestimmt einfacher. So. Und dann holen wir uns den Sumpf. Wie viele Träger haben wir? 299. Bauen wir noch ein Wohnhaus? Nein, gerade nicht. Dann machen wir das jetzt. Und hier auch nochmal eins. Dann bauen wir zwei am besten gleich. Dann haben die Sägewerke wenigstens mehr zu tun. Und die Steinbrüche auch. So, bei denen gucken wir mal, wie weit wir hier laufen können noch. Ich denke mal, ein kleines Stück geht noch. Ja. Hier ist die Linie, alles klar. Bis hierhin. Sollen sie erstmal da bleiben? Und ihr dahin. So. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal. Ja. Ein bisschen was da. Die werden sich auf jeden Fall freuen, die Soldaten. Die Gegner vor allen Dingen. So, geteilt haben wir richtig viel. Na gut, dass ich noch eine Schweinefarm gebaut habe. Dann geht das mit den Schweinchen auch ein bisschen schneller hier. Somit kriegen wir dann auch ein bisschen mehr Eisenerz ran und alles. Läuft ja doch noch mit den Eisenerzminen. Sehr gut. Mit den Goldminen läuft das anscheinend nicht ganz so rund mehr. Na gut. Ist nicht so schlimm. Vielleicht finden wir noch ein bisschen hier hinten Gold. Das wäre noch super. So, Eisenerz machen wir auf jeden Fall gut. Eisen kommt auch hinterher. Die Schmieden haben zu tun, außer die hier, alles klar. Also brauchen wir noch eine Schmelze. Die bauen wir doch eigentlich gerade auch, oder? Ja, die bauen wir hier. Okay. Gut. Ja, Kohle haben wir ja genug da auf jeden Fall. Dann reicht das. Die Destillen haben zu tun, das ist gut. Das reicht auch. Mit zwei Reisfarmen und zwei Destillen. Dann geht's ja. So, dann werden die hier links angreifen am Sumpf. Und die hier rechts. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Speicherstand. Zack. Und dann greifen wir einfach mal an. Machen wir uns mal den Spaß draus. Und diese Daten behalten wir noch hier. Damit wir hier schön
den Angriff von der anderen Seite machen können. So, da bitte einmal ran. Das ist halt blöd. Wir müssen halt erstmal außen rum, damit wir überhaupt an den Turm rankommen. Das ist so ein lahmarschiger Weg hier. So ein Schleichweg. Kann man schon sagen. So, da kommt die erste Bande. Hier oben müsste ja auch. Ja. Hier ist ein Turm, okay. Da können sie hin. Holt euch den nächsten. Ja, ich denke mal, wir sind gut vorbereitet eigentlich. So, und zum nächsten Turm. So, da sind Hexen und die hängen jetzt alle fest natürlich. Geil. Oha, eingefroren. Aber schön, dass sie trotzdem festhängen, das bringt ja eh nichts. Schießt die ab, genau. Die Hexe erstmal. Sehr gut, weg mit denen. Jawoll. Kusch, kusch. Wunderbar, weg mit denen. Ja, ja, weg, 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 weg. So, geht mal hier hin. Da ist ein Turm, der nervt mich. So, und die kämpfen ja auch fleißig schon. Sehr schön. Schön ist, dass sie nichts machen können. Und ab zum Turm hier. Wir wollen an den Turm weiter ran. Aber dann gehen wir erstmal an den hier, damit sie die Goldschmelze nicht mehr haben. Mit denen gehen wir uns mal weiter umgucken. Ne, hier. Die können wir auch angreifen. So, der Turm ist auch unser auf jeden Fall. Sehr gut. So, kommt mal hier runter. Ja gut, dann haut die weg. Haut sie weg. Die kriegen wir sowieso alle weg anscheinend. So, sehr gut. Dann können wir das hier einreißen. Ihr könnt da noch das machen. Haben wir den Sumpf dann schon erledigt? Ist das hier alles dann? Das wär's ja. Sehr gut. Ist ja gar nichts dabei. Kriegen wir richtig schnell erledigt hier. Ich dachte, die Frauen sind stärker. Aber na gut. Umso besser für mich. Geht er schneller rum. So, nur noch da oben die Bogenschützen. Die können sich hier nochmal breit machen. So, und die gehen auch noch hier lang. Halt, ein paar gehen hier runter. Den Turm haben wir auch schon gleich, sehr schön. Hier oben ist er erledigt. Die gehen dahin. Und den Turm haben wir auch. Dann können wir uns ja die Burg hier auch noch vornehmen und den großen Turm. Oha. Da geht der richtig was ab hier. Sehr gut. So, den hier noch und dann müssten wir eigentlich alles soweit haben. Den ganzen Sumpf. Wenn das schon reicht jetzt, wäre es cool. Also nur noch den Turm hier und den hier erledigen und dann, ja. So, dann holt euch mal den Turm noch.
Ist hier noch was? Nein. Sehr gut. Dann kümmert euch mal um den hier. Oha, die ganzen Waffen da rein ins Lager. Alles klar. Die haben wohl keine Kaserne mehr. Das ist natürlich schlecht. Umso besser für mich. So, zwei Bogenschützen noch und dann ist das auch erledigt. Und meins. Oh, wir haben schon gewonnen. Geil. Wir haben den kompletten Sumpf hier eingenommen. Chiyu wird begeistert sein. So. Dann können wir ja hier hochgehen. Ja, kommen wir. Wir machen noch ein bisschen. Reisen wir. Ach, die haben doch noch Kasernen. Zwei Stück da. Warum lagern sie dann die ganzen Waffen ein? Sind die bekloppt? So, ja, wir haben alles geschafft, ne? Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Mehr müssen wir nicht machen. Dann würde ich sagen, beenden wir das Spielchen. Und fertig. So, ja, gut. Wir haben wirklich gut gespielt, eigentlich auch. So, dann würde ich sagen, beende ich auch hier die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder, bei der dritten Mission. Und ich denke mal, da werden auch die Ägypter dran sein. Aber das werden wir ja dann sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.